Herzlich willkommen in Leges Dönerbude. Sebastian deckt die miesen Tricks der Dönerbuden auf. Riecht wie Döner. Schmeckt wie Döner. Ist aber gar kein Döner. Wir zeigen, was wirklich im Fladenbrot steckt. Sebastian Lege schaut sich mal genauer an, was Verbraucher da serviert bekommen. Bis jetzt habe ich mich immer um die Produkte aus dem Supermarkt gekümmert. Heute geht es um den Döner aus der Dönerbude. Dönerfleisch kommt immer häufiger aus Polen. In der Nähe von Breslau befindet sich eine der modernsten Dönerspießfabriken der Welt. Sebastian Lege trifft hier den Frankfurter Geschäftsmann Erdjan Altun. Der kauft seit Jahren in Polen ein. Die Fabrik produziert genau das, was Dönerbuden in ganz Europa brauchen. Wahnsinn! 40 Tonnen werden am Tag von diesen Robotern hier geschnitten und in die ganze Welt exportiert. Wir sind hier beim größten Dönerproduzenten der Welt. Die Roboter grillen, schneiden und verpacken das Fleisch für Supermärkte in Skandinavien und Osteuropa. Ein paar Hallen weiter lässt Erdjan Altun seine Dönerspieße für den deutschen Markt produzieren. Aus dünn geschnittenem Rindfleisch. Hier siehst du wirklich den Aufschnitt auch, Sebastian. Guck dir mal die. Guck mal, da kannst du fast durchgucken. Ja, ja, sehr gut. Das ist wirklich die Kunst letztendlich eines guten Döners, dass du die Scheiben so dünn wie möglich aufschneidest. Traditioneller Döner besteht allein aus diesem Scheibenfleisch. Doch inzwischen kommt bei fast allen Dönerproduzenten zusätzlich sogenanntes Brät zum Einsatz. Das besteht aus zerkleinertem Fleisch, Fett, Wasser und Gewürzen. Würzig, Kräuter, Fettkörnung kann man sehen, aber extrem viel Bindung. Der Trick? Die Fleischmasse ist viel billiger als echtes Scheibenfleisch. So sparen die Hersteller bei der teuersten Zutat. Berlin hat reagiert und die Dönerverkehrsordnung erlassen. Höchstens 60% Fleischmasse sind erlaubt. Mindestens 40% Scheibenfleisch sind Vorschrift. Alles andere darf sich in Deutschland nicht mehr Döner nennen. Spieße mit anderen Rezepturen dürfen immer noch hergestellt und angeboten werden. Dieses Fleisch darf bei uns aber nicht mehr als Döner verkauft werden. Tiefgekühlt werden die Spieße von Polen nach ganz Europa exportiert. Nach 12 Stunden im Schockfroster ist so ein Spieß über ein Jahr lang haltbar. Minus 31 Grad! Das ist mal richtig kalt. Ist aber auch ganz wichtig, weil umso schneller gefrostet wird, umso kleiner die Eiskristalle, umso besser später das Produkt. Die Fabrik hat auch eine vollautomatische Entbeinungsanlage für Hühnerschenkel aufgebaut. Ist das cool? Das wird oben angeschnitten, dann wird's runtergezogen, durchgedrückt, rausgedreht und fertig. Vollautomatisch, habe ich noch nie gesehen. Mega! Alles für Hähnchendöner, die in Deutschland immer beliebter werden. Allein in dieser Halle werden 30 Tonnen hergestellt. Pro Tag. Hähnchendöner besteht immer zu 100% aus Hähnchenfleisch. Döner aus Kalb, Rind oder Lamm enthält immer einen Anteil Fleischmasse. Jetzt hab ich aber Hunger. Erdjan Altun hat seinen Fastfood-Spieß nebenan zum Probieren vorbereitet. Er serviert Döner ganz nach der Berliner Dönerverkehrsordnung. Dann mal deine ehrliche, fachmännische Meinung dazu. Also so gut habe ich den noch nie gegessen. Weil auch so frisch, der ist ja jetzt frisch raufgekommen, frisch gegrillt. Der hat so eine Saftigkeit. Super, richtig lecker. Da siehst du es auch ganz deutlich, die Hackfleischanteile zum Scheibenfleisch. So, man hat richtig Biss. Bei erster Hackfleischmasse würde man gar nicht so einen Biss bekommen. Weil Hackfleisch durch seine feine Körnung ist wie ein Schwamm, wo man durchbeißt.
Aber hier hat man richtig was zu beißen. Und das ist in so einem weichen Brot mit Salat richtig schön, wenn man auch merkt, was man isst. Also, toll. Döner muss also echtes Fleisch enthalten. Alles andere ist in Deutschland verboten. Doch die Dönerspieße vieler Imbisse sehen verdächtig gleichmäßig aus. Steckt da wirklich echtes Fleisch drin? Halten sich Deutschlands Dönerbuden an die Regeln? Ein Testeinkauf in Düsseldorf soll das überprüfen. Und tatsächlich, bei einem der Testdöner kann Sebastian Lege beim besten Willen keine Spur von Scheibenfleisch erkennen. Stattdessen entdeckt er jede Menge winzig kleine helle Stellen. Dieses Fleisch ist offenbar zu 100% eine geformte Masse. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine Frikadelle. Und wenn ich hier rauf schaue, erkenne ich so kleine weiße Pünktchen. Hier kann man es auch sehen. Das ist kein Fett. Das Fett wäre gar nicht mehr so deutlich zu erkennen durch die Hitze. Da ist Paniermehl drin. Im Labor werden die 10 Dönerproben genauer untersucht. Das Ergebnis? 6 hätten so nicht verkauft werden dürfen. Mehrere Kalbsdöner enthalten kaum Kalb. Im besten Fall sind weniger als ein Drittel Kalbfleisch nachweisbar. Bei einem sind es sogar nur 0,4%. Und ein Lammdöner enthält gar kein Lamm. Die Beamten der Lebensmittelaufsicht kennen das Problem. Seit Jahren machen sie die Beobachtung, dass Kunden zunehmend Spieße serviert bekommen, die die Qualitätsanforderung für Döner nicht erfüllen. Ein richtiger Döner-Kebab ist eben teurer als Bulette am Spieß. Und deswegen kaufen eben viele Imbissbetreiber Bulette am Spieß und deklarieren es eben an ihrer Angebotstafel nicht richtig. Das ist kein Kavaliersdelikt. In der Regel ist man dann vorbestraft. Ein guter Döner ist eine traditionelle Grillspezialität. Was die Industrie in Billigspieße mischt, das zeigt Sebastian Lege. Dazu brauche ich folgende Zutaten: Rinderhackfleisch, ein speziell hergestelltes Paniermehl, Phosphat, Stärke, eine sehr intensive Gewürzmischung, Salz, Wasser und Eis. Möglichst viel Döner mit möglichst wenig Fleisch herstellen. Sebastian Lege zeigt den Trick. Er streckt mit Wasser und ganz viel Eis. Das bringt im Fleischspieß maximal Profit. Wenn die Dönermasse fertig ist, hat sie maximal 50% Fleisch. Den Rest habe ich pfiffig gestreckt. Paniermehl ist eine weitere beliebte Billigzutat, die massenhaft zum Einsatz kommt. Die Dönerindustrie ist in Deutschland eine der größten Paniermehlverbraucher überhaupt. Jetzt machen wir mal unseren Dönerspieß. Döner dürfen wir das gar nicht mehr nennen. Dann würde ich sagen, dann ist das ein Hackfleisch-Brotspieß mit orientalischer Gewürzmischung. Unter solch wohlklingenden Fantasienamen bringen die Dönerfabriken ihre Billigspieße auf den Markt. Der sackt ab. Viele Imbissbetreiber verkaufen die einfach als Döner. Den lege ich jetzt hin. Ich muss den so wickeln. So, ich fange noch mal von vorne an. Der Scheibenfleischanteil verleiht echten Döner nicht nur Geschmack, sondern auch Stabilität. Bei Sebastian Leges Billigdöner muss allein die Frischhaltefolie Halt geben. Doch die Mühe lohnt sich, denn dieser Billigspieß kostet im Vergleich zum echten Döner weniger als die Hälfte. Ich würde sagen, das reicht. Schnell tiefgefrieren, damit der Spieß auch ohne Folie seine Form behält. Und tatsächlich. Gut gebräunt sieht sogar Sebastian Leges Fake-Döner noch appetitlich aus. Herzlich willkommen in Leges Dönerbude. Das sieht doch lecker aus. Ein echter Schummelimbiss. Mit wenig Fleisch und ganz viel Wasser. Riecht wie Döner,
Schmeckt wie Döner, ist aber gar kein Döner. Fabriken produzieren Fleisch am Spieß in ganz unterschiedlicher Qualität. Sie verkaufen die Ware ordentlich deklariert. Die Buden selbst sind die Schwachstelle. Sie nehmen zu oft Billigspieße und verkaufen sie verbotenerweise als hochwertigen Döner. Was fehlt, sind wirksame Kontrollen. Doch die zuständigen Stellen sind chronisch überlastet. Vertraut ihr eurer Dönerbude beim Fleisch? Oder landen lieber Falafel oder Halloumi im Fladenbrot? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF Besseresser und schaut in die nächsten zwei Clips.